Beim Boss. Ohne Energie und ohne Leben, aber wenn ich hier im Ofen gehe, tauche ich ja Gott sei Dank gehe wieder hier auf. Squeak. Ja, wie soll ich das übersetzen? Squeak. Einfach nur Squeak. Ich habe auf dich gewartet. Hey, verstehst du nicht, was passiert? Squeak. Wen kümmert's? In Situationen wie diesen stirbt jeder. Nicht nur Ausgestoßene, sondern auch ausgestoßene Jäger. Squeak. Aber ich gehe nur sicher, dass ich dich selbst kille. Nein, nicht die richtige Waffe. Nee, ich hatte sie ja gar nicht abgeschossen wegen scheiß Steuerung. Nein, ist nicht die richtige Waffe. Gut, dann muss ich ihn mit dem Blaster machen. Das wird nett. Da wäre das Feuer, die Feuerwaffe aus dem vorigen Teil nett, wo direkt nach oben schießt. Das wäre hier vielleicht nützlich. So läuft der Kampf erstaunlich leicht. Das bleibt doch garantiert nicht so leicht, oder? Okay. Ich weiß nicht, was das gerade für Apeshit Power war, aber... Ich hab ihn schon fast. Da, down. Gerade als er irgendwas casten wollte. Der war easy. Der war echt easy. Ich hätte jetzt an was Stärkeres gedacht. Ich meine... Der Feuertyp war ja richtig böse gegen den. 15 Minuten für die scheiß Stage. Ja. 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 Aha. Interessant. Wusste ich ja noch gar nicht. Yep. Ich hab Dark Cold bekommen. Mit der Überlassenschaft von Dark Dizzy. Sigma kreierte ihn als ein ausgestoßener Jahre schon her. Ich weiß, meine Übersetzung geben zurzeit keinen Sinn, nicht immer, aber ich frage mich, was Sigma vorhat. Hast du irgendwas im Untergrund gefunden? Ein Benzintank? Sehr gut. Ich werde ein Team schicken, ihn aufzusammeln. Und du gehst zurück zur Hunter Base. Okay. Drei Bosse haben wir erledigt, es bleiben noch fünf. Aber die Stage hat mich heute so aufgeregt, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich mache morgen mit Mega Man X5 weiter.
Und das ist dann damit auch dann der Tag, an dem wir uns wiedersehen, beziehungsweise hier wahrscheinlich eine Woche später oder so, je nachdem, wie viele Parts es denn werden. Und dann kümmere ich mich um ihn hier, wo ich alle Bomben zerstören muss. Bis dann! So, hallo, der Blind Spectator für euch am Mikrofon. Wir gehen gleich in die nächste Stage. 11 Stunden sind's noch bis zur Explosion. Wir freuen uns, denn das bedeutet, es explodiert was. Yay! Ach du. Wir sehen so viele Bosse in diesem Teil einfach nur. Ich weiß, ich sag's in meinen Let's Plays viel zu oft und so, aber gay! Die Texte, ja. Die ausgestoßenen Luftwaffe wurde auch vom Virus infiziert. Es ist zu gefährlich und lohnt das Risiko nicht. Du solltest sobald wie möglich hier verschwinden. Warte, ich sehe etwas auf dem Sensor. Da sind Überlebende. Rette sie und helfe ihnen zu fliehen. Was? Überlebende? Das wäre ja was ganz Neues, wenn da mal was wäre in einem Mega Man Teil, wo man anderen helfen muss, statt sie einfach über den Weg zu ballern. Mist, jemand hat Bomben eingestellt. Sie sind klein, aber unterschätze sie. Ihr unterschätzt ihre Feuerpower nicht. Zerstöre sie, bevor sie explodieren. Ja, denn das ist es, was man mit Bomben macht. Man schießt auf sie. Help me. Help. Thanks, ja. Wow, das war echt schwer, den zu retten. Die sehen aus wie Mega Man. Nur in Gelb. Okay, was ist jetzt passiert? Way. Über dir sind Bomben. Klettere rauf und zerstöre sie. Oh Gott, die machen ja Schaden. Das ist übelst. Na, komm. Was sollen diese Lags heute? Du sollst in die andere Richtung schießen, also. Geht doch. Er schießt in die falsche Richtung. Okay, ich bin kaputt. What the fuck? Was ist das für eine Stage? Und überhaupt, wir zerstören Bomben, damit sie nicht explodieren. Wir schießen auf sie, damit sie nicht explodieren. Bin ich der Einzige, der das in Frage stellt? Haben sich die Macher des Spiels nicht ihren Teil dazu denken können? Ich hab's schon wieder nicht geschafft, ey. Wie soll das gehen? Okay. Ja, das Teil muss ich kaputt machen. Das heißt, ich kann da keine Zeit sparen, indem ich reinlaufe oder so. Oh Gott, das wird doch schon wieder nichts. Ha! Geil. Scheiße. Oh, und diese Lags. Warum leckt der Dreck? Leck Dreck. Was passiert, wenn die Bombe explodiert und einen von denen trifft? Stirbt er dann hart oder wäre schon cool? Geil, ich hab's kaputt gekriegt rechtzeitig. Aber man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels ist wesentlich höher als bei allen anderen X-Teilen. Auch höher als X3, weil hier muss man teilweise wirklich perfekt sein. Ansonsten läuft da nichts.
Man muss perfekt sein. Die Zeit, die Bomben haben, ist teilweise so knapp beim Messen. Hoffentlich war es das. Oh, lag. Der Deck ist gerade echt nicht schön. Ich muss kurz schneiden. Ich schau mal nach, woran das liegt.